Hallo meine Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade dabei, meine Farbtöpfe mal kenntlich zu machen. Ich habe ja im letzten Video euch die neuen Jolifine Farbgele vorgestellt, die ich von der lieben Sarah bekommen habe. Habe mir hier mit meiner Etikettiermaschine die Farben aufgetragen, möchte sie aber auch natürlich im am Titel gekennzeichnet haben. Und mich nervt das einfach, das draufgeschreibe und dann hast du mal ein bisschen Wasser oder Cleaner und batsch, verläuft das Ganze. Drüberkleben mit Tesa mag ich auch nicht unbedingt. Also habe ich mir, ihr habt ja auch schon gesehen, in einem Einkauf diese Drops geholt in verschiedenen Farben. Beim Nagelladen gibt es die, da habe ich Drops, dann Herzen und Tropfen. Und die, ja, kann man ja, also anrauen ist kein Thema, die kann man hier dran lassen. Dann nimmt man einfach, ich muss mal hier die Farbe zumachen, dann nimmt man einfach seinen Buffer oder auch die Pfeile, ne, kann man hier problemlos anrauen. Aber, ja, wie verfährt man denn nun weiter? Ich habe mir jetzt den Drops, der ist nicht gelutscht, sondern angeraut. Und jetzt entweder, also die meisten werden es abmachen, so wie ich anfangs. Nur hat man dann ja das Problem, ich mache das jetzt mal mit euch, man hat den so zwischen die Finger oder nimmt auch mal eine, ja, zum Beispiel so eine Pinchzette. Da kann man den schön hier drinne einklemmen. Das funktioniert also wunderbar. Man kann, also ganz oben ansetzen ist schon mal nichts. Ne? Ihr habt ja gesehen, was gerade passiert ist. Deshalb spanne ich ihn einfach ein Stückchen weiter unten ein. Aber mein Farbe auftragen geht ja jetzt einfach. Ich nutze jetzt mal hier, ne? Ich nehme jetzt mal mein Farbgel, trage das hier so auf, muss halt aufpassen, dass ich mir nicht die Pinchzette beschmiere, das ist mal das Erste. Klar kann man wieder abmachen, ist alles nicht das Thema, aber es nimmt halt Zeit in Anspruch. Und dann ist ja wieder das Problem, die Teilchen kommen ja auf die Deckelchen. Das heißt, jetzt einfach mal den Deckel da hinlegen, Pinchzange öffnen und schon ist euer Drops ebenfalls nicht gelutscht, sondern aufgebracht. Also das ist eine Möglichkeit, die funktioniert gut, ohne sich die Hände zu beschmutzen, ohne sich irgendwelche Verrenkungen zu machen. Und dann kommt das Ganze einfach in die Lampe, wird ausgehärtet. Noch eine Möglichkeit besteht mit solchen Dekoständern. Ich habe mir da ein Pop-it draufgeklebt, weil mir die Oberfläche ganz einfach zu uneben ist, zu klein ist, zu flach ist. Auf dem Pop-it, also ich habe den mit Heißleim festgeklebt, wie ihr hier sehen könnt. Auf den Pop-it habe ich mir jetzt Putterfix. Auch das ist vielen schon ein Begriff. Das ist so eine Klebemasse. Kommt in kleinen Vierecken, also das ist eine große Reihe und da sind halt so Vierecke drauf, ne? Die nehmt ihr euch runter. Ich knete mir das ein bisschen, ziehe das ein bisschen auseinander, punkte mir das dann jetzt einfach auf meinen Tipp drauf und jetzt wieder das gleiche Spiel. Kommt einfach der Drops zum Einsatz und den kann man schon hier aufkleben. Das heißt, man hat die gesamte Fläche frei zur Verfügung. Ich kann jetzt das Blau nicht nochmal nehmen, das hatten wir ja schon. Ich nehme einfach Shooting Star jetzt mal. Auch das ist ein Farbgel, was ich erst neu bekommen habe vom Tauschpaket. Und den Shooting Star tragen wir uns jetzt auf.
Und ihr seht, das Auftragen ist schon viel, viel schöner, weil man einfach auch gut an die Ränder kommt und hier nirgendwo aufpassen muss, dass man was vollschmiert, denn es ist einfach nichts da zum Vollschmieren. Ja, wie kriegt ihr das jetzt auf den Deckel? Ganz einfach. Auf den Deckel pappen und abziehen. Klar, da ist jetzt ein bisschen Gel drumherum. Ihr könnt natürlich auch mit einer Zellette oder mit einem Wattestäbchen das Ganze reinigen, bevor es in die Lampe packt. Und dann ist das schon erledigt. Ja, das sind so zwei Möglichkeiten. Mir gefällt jetzt die erste mit der Pinch-Zette natürlich besser, weil es einfach noch sauberer ist, den Drops hier drauf zu kriegen. Ja, auch das kommt jetzt in die Lampe, wird ausgehärtet. Ich lasse es aufgrund von dem Plastik für 60 bis 120 Sekunden drin. Und dann ist das fertig. Ja, einige von euch werden jetzt natürlich berechtigterweise sagen, bei Deckeln geht das, aber nicht bei Flaschen. Doch, das geht auch bei Flaschen. Das Prinzip ist dasselbe. Ihr habt hier, also ich habe euch das mal hier schon drauf getan, das ist also fest, ne? Das rutscht nicht, das macht nichts. Auch mein Pinsel ist in Ordnung, wie ihr hier sehen könnt. Da kann ich weiterhin schön mit Farbe auftragen. Wie macht man das? Ganz einfach. Wie gesagt, Vorbereitung immer dieselbe. Was ihr allerdings braucht, ist eine Zellette. Eure Pinzette, das ist klar. Euren Drops. Hier. Und natürlich eure Flasche. Ich habe mir jetzt das Leaf Glimmer, den UV-Nagellack, rausgesucht. Ich bin ja begeistert, weil der hat echt eine tolle Farbe. Klemm den schon mal in meine Pinchzange. Könnt auch eine Pinzette nehmen, aber das ist halt, ne, eine Pinchzange, da braucht man keinen Druck ausüben. Die übt den alleine aus, weil sie umgekehrt ist, wie so eine Pinzette. Also ich empfehle euch da so eine Pinchzange. Und jetzt nehmt ihr einfach eure Farbe, tragt die ganz normal auf. Günstiger sind natürlich bei solchen Flaschen jetzt kleinere Drops, aber ist im Endeffekt ja egal, es bleibt ja euch überlassen, wie ihr was wo kennzeichnet. Das legen wir uns jetzt ganz kurz ab und nehmen einfach hier die Zellette und umschließen unseren Deckel. Es darf also nirgendwo richtig schön fest zuhalten, darf nirgendwo das UV-Licht rannehmen. Ich habe mir jetzt meine Lampe hochgestellt. Ich zeige euch das gleich mal als Einspieler im Video. Ich habe eine Lampe, da kann man den Deckel abmachen. Das ist günstig, aber nicht nötig. Also man muss es nicht unbedingt machen. So, jetzt filme ich mal ganz kurz mit dem Handy. Wenn sie denn will. Also, wie ihr sehen könnt, jetzt als Einspieler habe ich meine Lampe hochgestellt, habe sie mir auch etwas erhöht, habe den Deckel abgemacht, unten nirgendwo Gel, weil jetzt ist ja, ne, eine freie Fläche. Und jetzt, Moment, nehmen wir erstmal wieder den großen. Jetzt wird es etwas schwierig. Also, euren Deckel, euren Farbdrops drauf und jetzt achtet bitte auf den Einspieler. Also nicht anditschen. Ihr macht euch eure Lampe an,
Haltet den Drops ganz kurz erstmal gerade und könnt dann etwas weiter reingehen, um das Ganze... Oh, entschuldigt bitte. Leider sind wir kurz unterbrochen worden, das heißt, ich kann euch den jetzt nicht wirklich zeigen. Ich mache aber nochmal einen neuen und filme euch das einfach mal nochmal ab und spiele das dann wieder ein, damit ihr das auch richtig seht. So. Okay, da wir ja unterbrochen worden sind, mache ich das jetzt nochmal mit euch, da ich euch das gerne zeigen möchte. Wie gesagt, Vorbereitung treffen ist klar. Das habe ich mir angeraut. Und jetzt nehmen wir das Purple Metallic. Ich sollte es eigentlich aufschütteln. Also, eine Zellette braucht ihr. Euren vorbereiteten Drops. So. Der Deckel sollte natürlich fett- und staubfrei sein. Das setze ich eigentlich voraus. Jetzt kommt euer Farbgel auf den Drops. So. Und jetzt kurz ablegen, euren Pinsel in die Zellette packen, den Drops aufsetzen und jetzt versuche ich das nochmal mit dem Handy. Also, wie ihr sehen könnt, jetzt als Einspieler habe ich meine Lampe hochgestellt, habe sie mir auch etwas erhöht, habe den Deckel abgemacht, unten nirgendwo Gel, weil jetzt ist ja eine freie Fläche. Ihr macht euch eure Lampe an, haltet den Drops ganz kurz erstmal gerade und könnt dann etwas weiter reingehen, um das Ganze... Oh, entschuldigt bitte. Und so sieht das Ganze ausgehärtet jetzt aus. Nicht wundern, die Deckel sind ja meistens leicht gewölbt und deshalb entsteht auch hier drinnen so eine Art Blase. Das kann also passieren, da würde nicht wundern. Jetzt könnt ihr schon euren Pinsel aus der Zellette nehmen, einsetzen, fertig. Und so kann man auch diese Flaschen hier mit den Drops bestücken. Ja, meine Lieben, ich zeige euch jetzt das Ergebnis. So, wie ihr sehen könnt, und hier. Alle mit Drops bestückt. Und so hat man einen wunderschönen Überblick, wenn die Kundin, Kollegin, Freundin sagt, ich möchte jetzt die und die Farbe, die sie sich ausgesucht hat, hier auf den Colourpops. Ja, macht da einfach eure Schublade auf, greift rein und ihr greift euch das Richtige. Okay, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Sagt danke fürs Zuschauen. Bye, bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.